Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Und ja, es geht natürlich um die neue Bücherwoche und einer Bücherwoche, die wirklich großartig war. Buchtechnisch habe ich etwas für mich entdeckt, was ich wegsuchte, einatme, eine grandiose Sogwirkung auf mich hat. Zudem auch, ja, serientechnisch zwei Serien, die mich absolut begeistern konnten. Von einer habt ihr schon am Donnerstag gehört. Und dann habe ich auch noch eine kleine Ankündigung, was ja, den kommenden Kingsiana Hangout angeht. Denn wir treffen uns am Dienstag, den 25. ab, ich glaube, 19:30 oder 20 Uhr bei Phil auf dem Kanal endlich wieder zu einem Kingsiana Hangout. Seid da also mit dabei, und es wird jetzt, denke ich, auch auf Instagram und Ähnlichem überall so ein bisschen Werbung dafür geben. Haltet da einfach die Augen offen. Ihr findet Infos zu Instagram und sonstigen bei mir immer unten in der Infobox, auch zu den Büchern, über die ich spreche. Schaut da also einfach mal vorbei, um ja, die Informationen dann auch nicht zu verpassen. Ich freue mich sehr auf den Kingsiana-Abend und ja, freue mich einfach auf den Austausch mit den drei anderen und ja, freue mich da einfach drauf. Zu meiner aktuellen Bücherwoche gibt es zu sagen, dass ich 2/3 Bücher gelesen habe. Mit dem dritten Buch bin ich tatsächlich dann erst am Montag sozusagen fertig geworden, was ich jetzt aber gar nicht schlimm finde. Ich kann es euch trotzdem erzählen, aber vielleicht in Vorbereitung auf die nächste Bücherwoche wisst ihr, okay, da war irgendwie noch ein Tag, den Steffi sozusagen ja, missbraucht hat, um ein anderes Buch fertig zu lesen. Meine Woche begann ja am Pfingstwochenende und es begann mit meinem ersten Cozy Krimi Vorhang auf für einen Mord von Helena Marchment, einem Cozy Krimi. Ich wusste bis dahin nicht, was das ist. Ja, werde das euch später aber auf jeden Fall erzählen. Und dann kommt die Buchreihe, die mich ja, gerade in Atem und Sogwirkung hält. Ich hoffe, ich kann beide Bücher zeigen. Ich habe den ersten und zweiten Teil der Eragon-Reihe gelesen und ja, möchte dazu auf jeden Fall dann ein bisschen was erzählen. Und ja, serientechnisch, ich bin weiterhin bei Downton Abbey und ich habe Tschernobyl gesehen, wo ihr ja vielleicht am Donnerstag auch schon das Video dazu gesehen habt. Dazu erzähle ich euch später dann auch einfach ein bisschen mehr. Aber wir starten mit Vorhang auf für einen Mord von Helena Marchment. Eine Freundin von mir hat im letzten Jahr davon geschwärmt und es gibt wohl aktuell auch irgendwie schon 4 Teile und die Hörbücher gibt es, glaube ich, so für um die 2 Euro bei Audible. Man könnte die auch für einen halben Gutschein einlösen, das würde ich hier aber nicht empfehlen. Es ist auf jeden Fall günstiger, sich das so zu kaufen. Es ist ungekürzt, es gibt es auch als E-Book und ungekürzt hat es jetzt 3/4 im Grunde irgendwie gedauert, also 3 Stunden 45 Minuten. Uwe Teschner war der Sprecher und ich bin ein großer Fan von der Stimme von Uwe Teschner. Ich mag es, wie er Hörbücher vertont und wie, was für ein Gefühl er dabei übermittelt und an mich übergibt. Und auch hier möchte ich ihn lobend erwähnen, denn ich fand, er hat das wirklich grandios vertont. Er hat den Charakteren so seine eigene Stimme gegeben, Atmosphäre erschaffen und wirklich ja, so das gewisse Etwas auch absolut rübergebracht. Wir sind bei diesem Genre im Cozy Krimi unterwegs und ich musste tatsächlich erstmal so ein bisschen überlegen, was darf ich mir darunter vorstellen. Im Grunde kann man sich einen Wohlfühlroman vorstellen, der eben so diese Faktoren der interessanten Umgebung hat, dieses Wohlige, dieses Cozyhafte, dieses Hügelige, wenn man möchte, aber hat eben auch Züge von einem Krimi. In der Regel hat man einen Mordfall und hat eben so diese Menschen, die man halt aus einem Wohlfühlroman zum Beispiel auch einfach kennt, dieses Dorf, diese Stadt und ja, da löst man dann eben auch irgendwie einen Krimi. Also es ist eben nicht so spannungsgeladen oder so viel Aufklärarbeit wie in einem echten Krimi, sondern man hat eben auch dieses Wohlige mit drin. Das fand ich eben mega spannend, gerade weil mich ja der Krimi von Adriana Popescu alias Adriana Jakob das tödliche Klassentreffen ja so ja interessiert zurückgelassen hatte, dachte ich, okay, machst du auch einfach mal weiter mit einem cozy Krimi. Wir treffen auf Alfie McAllister, das ist ein ja, Mann Anfang 40 und er braucht ein bisschen Abstand aus London. Also er kommt ursprünglich aus der Großstadt und liebt auch London. Wirklich eigentlich abgöttisch. Er fährt nach Bunbury, das ist auch die Stadt, in der jetzt diese ganze Reihe im Grunde spielt. Das ist ein kleiner Ort im Coldslaw.
Nee, Cotswold, Coleslaw, ich weiß es gerade nicht mehr, aber irgendwie so. Und besichtigt da das Cottage seiner verstorbenen Tante. Die ist vor kurzem gestorben und er nimmt das in Augenschein und lässt sich da im Grunde auch einfach ein bisschen was von seiner Tante erzählen. Dort lernt er eben auch diese Dorfbewohner kennen und vor allem die zwei schrulligen Tanten, also die Freundinnen seiner Tante, die gerne Krimis gucken, Miss Marple mögen und auch durchaus mal dazu in der Lage sind, so Morde für sich irgendwie aufzuklären. Die lernt im Grunde Alfie hier auch kennen. Es bedarf dann auch noch in der Theatergruppe eines Regisseurs und das übernimmt er natürlich wohlwollend, bis dann es tatsächlich noch einen Mord gibt in diesem kleinen, ruhigen, beschaulichen Ort und die drei diesen irgendwie versuchen aufzuklären. Und der Sprecher ist, wie gesagt, eine absolute Wucht, hat mir unglaublich gut gefallen und auch dieses ganze Feeling hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Man hat wirklich so ein bisschen diese Atmosphäre eines Wohlfühlromans. Es ist wirklich ein ganz angenehmes, wohliges Gefühl. Man lauscht dem gerne und hat eben auch diese leichten bis wenigen Krimi-Elemente dabei. Natürlich hat man den Mord und das sorgt auch so ein bisschen für Spannung und man ist so ein bisschen dabei, man rätselt mit, man unterstützt sozusagen seine Charaktere, die man irgendwie ins Herz schließt dabei, das Rätsel zu lösen. Es ist ein sehr flüssiger Schreibstil, es war sehr leicht dem zu folgen. Ich habe es auch sehr gerne angehört, man hat wirklich mitgefiebert, der Film ist abgelaufen. Die Spannung war für mich so ein bisschen okay. Ich hätte mir es tatsächlich auch für einen Wohlfühl-Krimi hätte ich mir ein bisschen mehr Spannung gewünscht. Es hätte schon ein bisschen mehr sein können, einfach, dass man ein bisschen gebannter sozusagen lauscht. Es war aber für mich tatsächlich überraschend unterhaltsam und auch einfach perfekt zum Abschalten. Es war zu Pfingsten richtig schön draußen und ich lag dann wirklich einfach im Garten und habe den gelauscht. Und man kann sich jetzt vorstellen, dass fast 4 Stunden relativ schnell auch von mir gehört sind. Dadurch, dass ich es, glaube ich, auf 1/8er Geschwindigkeit gehört habe, waren es so knapp 2 Stunden. Ich hatte das wirklich inhaliert und mir hat es wirklich Spaß gemacht. Ich war sehr überrascht darüber, dass mich diese Art von Buch so faszinieren kann, so begeistern kann, mich gut unterhalten kann. Und ich könnte mir eben auch einfach durchaus vorstellen, dass ich diese Reihe um Bunbury einfach weiterhöre. Es gibt, wie gesagt, glaube ich, aktuell 4 Fälle. Und ich könnte mir wirklich gut vorstellen, da einfach weiterzuhören. Ich würde natürlich mir schon wünschen, dass Teil 2 und dann halt die weiteren Teile ein bisschen mehr an Spannung zunehmen, sodass man ein bisschen gefesselter, gepackter sind, aber wenn die Charaktere die gleichen bleiben, man darauf natürlich aufbaut, man auch einfach so ein bisschen dieses Wohlfühlromanige, was ich einfach gerne wirklich in den Vordergrund schiebe, weil das hat man definitiv. Natürlich auch so diese ganzen Charaktere, wie, wer mit wem und wo und was und wie und wann und dass man das eben auch einfach weiterspinnen kann in den Geschichten und dann eben einfach einen Fall, den man auflöst und das in Miss Marple oder Sherlock-Manie fand ich wirklich gut. Also ich war total überrascht, dass mir das gefällt, dass mich das so unterhalten kann, hätte ich tatsächlich gar nicht erwartet und umso schöner, dass man im Grunde einfach überrascht wurde mit wenig Erwartung und im Grunde begeistert wurde. Weiterhin begeistert hat mich Aragorn. Ja, was soll ich sagen? Der erste Teil der Tetralogie ist das Vermächtnis der Drachenreiter von Christopher Paolini. Eine Reihe, von der ich schon immer mal was gehört habe und gerade im Zug so mit Harry Potter und auch Narnia wird ja sehr oft Aragorn so als Jugend-High-Fantasy benannt, was wirklich großartig sein soll. Ich kannte die Reihe bisher nicht. Auf der Buchmesse sind mir diese Neuausgaben über den Weg gelaufen am Blanc-Vallée-Stand und die sehen für meinen Geschmack wirklich, ich hoffe, man kann sie so gut sehen und ich finde sie wirklich wunderschön gestaltet. Und ich konnte also wirklich eine perfekte Covergestaltung, eine Cover-Umgestaltung, die für meinen Geschmack absolut geglückt ist. Ja, ich habe dann so ein bisschen hinten drauf geguckt und dachte so, Mensch, irgendwie, es gibt sehr viele, die schwärmen. Auch meine Freundin, die mit dabei war, hat ganz verliebt sozusagen geguckt und auch schon gesagt, sie hat eigentlich alle Bände, aber die Neuauflage gefällt ihr eben auch einfach so gut. Und es hat mich einfach viel mehr angesprochen als die ursprüngliche Reihe. Ich habe dazu gegriffen, habe mir den ersten Band auf der Leipziger Buchmesse mitgenommen und mich in diese Geschichte fallen lassen. Und was soll ich sagen? Ich bin absolut begeistert. Es ist wirklich für mich jetzt sowohl Teil 1 wie dann auch Teil 2, und da sieht man die alte Covergestaltung, ein absolutes Highlight. Ich weiß gar nicht, ob hier die anderen Cover drin sind. Nein, wahrscheinlich nicht.
Die sehen alle so ein bisschen aus, also die Farben sind, glaube ich, die gleichen. Der erste Teil ist, glaube ich, auch blau, ja, und der zweite jetzt rot. Man ist den Farben sich, soweit ich das jetzt bei Band 3 und 4 dann auch beurteilen kann, dem treu geblieben, muss man gucken. 3 und 4 steht oben, grün, und könnte der andere Teil gelb sein. Ich weiß es gerade nicht, ich sehe es da oben so schlecht. Aber die Gestaltung hat mich tatsächlich nie wirklich angesprochen und ich kann gar nicht sagen, warum, weil so schlecht ist sie nicht, aber irgendwie sieht sie halt sehr kindisch aus. Und das ist sie auch. Also es ist eine kindliche High-Fantasy-Jugendbuch-Story. Man kann sie durchaus vom Altersgrad, denke ich schon, mit Harry Potter vergleichen. Vielleicht ein Hauch älter. Auch mit Narnia, auch hier so ein Hauch älter. Also ich denke mal, ja, also so mit 10, 11 gefühlt, glaube ich, kann man was mit Aragorn anfangen. Die Bücher sind ursprünglich angefangen, glaube ich, im Jahr 2007. Ich glaube, der zweite Band kam dann 2009 raus. Und ja, ich bin jetzt schon ganz happy, dass mich meine Freundin direkt mit Band 2 bis 4 beglückt hat. So wird der erste Band in meinem Regal stehen. Vorläufig soll es auch der einzige Band bleiben, der stehen bleibt. Ha, aber es ist... Ja, aber um was geht es überhaupt in Aragorn? Also als erstes möchte ich sagen, dass ich es sehr cool finde, dass Aragorn tatsächlich einen Sinn ergibt. Nämlich im Englischen ist Aragorn eine Abwandlung von Dragon, also vom Drachen. Also man hat aus dem D ein E gemacht. Ich habe jetzt tatsächlich auch schon grob überlegt, hätte es Sinn gemacht, aus dem Drachen einen Erachen zu machen im Deutschen. Dachte aber dann, also theoretisch wäre es konsequent gewesen. Praktisch hätte ich es irgendwie doof gefunden. Aber es hätte natürlich einfach den Bezug zum Drachen im Deutschen auch irgendwie gegeben. So ist einem das im Deutschen gar nicht klar, dass Aragorn eigentlich was mit dem Drachen zu tun hat. Also mir war das nicht ganz klar. Ich habe es dann irgendwo gesehen, gehört und dachte, ah ja, natürlich ist Dragon mit E. Ja, finde ich tatsächlich total cool, und dass sich das Christopher Paolini so ein bisschen so ausgedacht hat. Also wir treffen Aragorn, ich glaube, der ist 15. 16, ich weiß es schon gerade nicht mehr, und er lebt nach dem Tod seiner Eltern bei seinem Onkel und hat auch noch einen Cousin, der gerade sozusagen den Hof verlässt, und ja, in dieser früheren Zeit hier in dieser Welt gab es Drachenreiter, und ja, Drachenreiter konnten Menschen oder auch Elfen sein oder der König gar selbst, oder meistens wurde er dann auch zum König, der eben ja auf Drachen reiten konnten und eine besondere Beziehung zu ihrem Drachen haben. Das kleine Dorf, in dem Aragorn lebt, bekommt nur wenig vom Krieg, der drumherum herrscht, so ein bisschen mit. Es gibt natürlich immer mal wieder Gerüchte, aber man merkt schon, der König ist nicht so der netteste und freundlichste und fairste Mensch, und ja, irgendwas braut sich in der Welt zusammen. Eines Tages findet er einen Stein, und als er diesen berührt, schlüpft ein Drache. Doch ja, böse Mächte sind hinter Aragorn her, und als dieser seinen Onkel töten, ja, flieht er zusammen mit einem ja, Dorfmitbewohner, mit Brom, und ja, erfährt so allerhand über die Drachenreiter, über die Geschichte und dann eben auch ein bisschen über sich. Brom, der Geschichtenerzähler, hat aber selbst ein dunkles Geheimnis, führt aber Aragorn durch die Welt und erzählt ihm auch so ein bisschen was davon. Und beide sind jetzt sozusagen auf der Flucht, beziehungsweise wollen sie Rache üben an den Mördern seines Onkels. Und ja, was er dabei aber alles erfährt, was in dieser Welt alles geschieht, das müsst ihr einfach selbst lesen. Aragorn ist absolute High Fantasy. Natürlich eher ein bisschen kindlicher, jugendlicher, als es im Vergleich zum Beispiel Herr der Ringe oder das Lied von Eis und Feuer ist oder überhaupt diese Mittelerde-Welt. Kommt ein bisschen an den Hobbit ran, so könnte man es bezeichnen, wobei ich Hobbit für Kinder, Jugendliche schon fast an mancher Stelle zu viel des Guten fand, aber durchaus in diesem Stile. Es ist eine unglaublich große Welt. Es passiert so viel, wir erfahren so viel aus der Geschichte, besonders im zweiten Teil, und ich kann jetzt die Geschichte auch gar nicht irgendwie in Teil 1 und 2 trennen. Für mich ist das jetzt im Grunde eine große Geschichte, und es ist so viel in dieser Welt. Es gibt all diese bekannten High-Fantasy-Wesen wie Elfen, wie Zwerge, wir haben Menschen, wir haben Drachen, wir haben eben diese Drachenreiter, die nochmal etwas ganz Besonderes sozusagen ausprägt. Und es ist eine Welt, die groß ist, die spannend ist, die interessant gestaltet ist, die sprachlich
unglaublich leicht, flüssig ist. Man ist so mittendrin, man bekommt es bildhaft erzählt, man hat die Charaktere vor Augen, die Begleiter, die Welt. Man hat, ja, Saphira, den Drachen vor Augen, wirklich großartig rübergebracht. Auch diese Verbindung zwischen Aragorn und seinem Drachen, was diese Drachenreiter eben zu etwas Besonderem macht. Das ist so großartig erzählt. Ich bin da so begeistert und ich habe Aragorn und so manch anderen Charakter direkt ins Herz geschlossen. Und ich war nervös. Ich war so zittrig vor Aufregung, wenn irgendwas passierte, und ich habe richtig gemerkt, wie ich mitgefiebert bin, wie ich in den Sog eingesogen wurde und wie mich diese Geschichte wirklich mitgerissen hat. Die Welt ist wunderbar beschrieben, das muss ich wirklich sagen. Ich fühlte mich direkt zu Hause. Man bekommt einen wunderbaren Eindruck über die verschiedenen Länder, durch die man jetzt irgendwie gereist ist, wie Gebirge aussehen, Wüsten, was da für Lebewesen umherstreifen. Ich finde das einfach Hammer. Es macht Spaß darin abzutauchen und ich habe auch wirklich immer mal die Zeit vergessen. Also das muss ich ehrlich sagen, gerade abends, nachts vorm Schlafengehen, ja, habe ich manchmal gedacht, Steffi, jetzt solltest du vielleicht mal das Licht ausmachen. Ich fand es großartig. Ich fand die Ideen von Christopher Paolini, ganz toll, wie er die miteinander verbunden hat. Gerade dieses Drachenreiter-Ding zwischen Aragorn und seinem Drachen. Ich finde das Hammer. Ich finde das wunderbar rübergebracht und ich finde die Idee auch einfach Wahnsinn. Natürlich hat man irgendwie gut gegen böse. Das ist eben einfach so, aber es hat eben durchaus auch so seine Grauschatten, die ich eben einfach richtig, richtig toll finde. Und wir haben Elfen, die relativ bekannt sind, die auch so ein bisschen fungieren, wie man Elfen kennt, Zwerge. Mich erinnerte manches doch an den Herrn der Ringe, an Mittelerde, das möchte ich gar nicht abstreiten, aber jetzt kommt das große Aber. Ich finde es überhaupt nicht schlimm. Also High Fantasy funktioniert eben doch manchmal nur auf einem Weg. Und wenn man mal diese ganzen Intrigen aus Das Lied von Eis und Feuer wegnimmt, ist es halt auch im Grunde nur High Fantasy, wie man sie eben mag, wie man sie eben kennt. Man erschafft eine neue Welt und erzählt da eben eine Geschichte draus. Und das hat Christopher Paolini für mich wirklich großartig gemacht. Und ich mag es tatsächlich immer mal wieder, etwas so aus dem Herrn der Ringe zum Beispiel zu entdecken. Ich finde es auch sehr spannend, dass einige Charaktere so heißen, wie zum Beispiel bei Das Lied von Eis und Feuer. Wir haben hier eine Arya, die genauso geschrieben wird. Auch bei Brom könnte man durchaus dran denken. Und auch beim Bruder von Aragorn muss man immer an etwas aus dem Herrn der Ringe denken. Aber ich weiß jetzt gerade gar nicht, 2007 gab es doch schon Das Lied von Eis und Feuer. Wahrscheinlich. Doch, ich glaube, der erste Teil kam vor 20 Jahren. Na, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber das ist total egal. Und das ist mir total egal. Es sagt eigentlich, wie großartig diese Aragorn-Reihe ist, weil würde mich das stören, das habe ich ja durchaus bei anderen Jugendbüchern oder Jugend-High-Fantasy-Büchern oder Urban-Fantasy immer mal, dass wenn es mich zu sehr an etwas erinnert, dann fühle ich mich dadurch ja irgendwie genervt und gestört. Aber das habe ich hier überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, ich finde es großartig, wie Christopher Paolini so seine Geschichte einfach erzählt. Und ich bin total angefixt, ich bin total begeistert. Und aus dem Grund habe ich auch wirklich direkt danach den zweiten Band gelesen, Der Auftrag des Ältesten. Und auch wenn ihr jetzt in der nächsten Bücherwoche nichts vom dritten Teil hören werdet, weil ich jetzt in dieser Woche, in der ich mich gerade befinde, nicht weiter gelesen habe, werdet ihr auf jeden Fall in den nächsten 2-3 Wochen immer mal wieder was dazu hören. Und ich werde die auf jeden Fall weiterlesen. Ich werde mir jetzt dann jede Woche einfach wieder ein Band vornehmen. Wie gesagt, in der aktuellen Woche habe ich jetzt nicht weitergelesen, aber es geht auf jeden Fall für mich weiter. Und ich bin so froh, dass ich von meiner Freundin die Bücher direkt bekommen habe und sie weiterlesen kann. Und ich bin einfach Fan. Ich habe auch schon gehört, dass die Hörbücher richtig toll sein sollen. Vielleicht höre ich ab Teil 3 auch mal mit ins Hörbuch, weil die sind auch von Andreas Fröhlich gesprochen und der macht das ja auch wirklich mega, mega gut. Aber ich bin begeistert, ich bin hin und weg, ich bin absolut im Bann und mir macht das wirklich großen, großen Spaß und ich hätte das tatsächlich gar nicht so richtig erwartet, wenn ich auch ehrlich bin. Ich dachte, wieder so ein Jugend-High-Fantasy-Ding und irgendwie hat man hier 800 Seiten, nein, das war glaube ich noch relativ knapp mit 600 und hier sind wir glaube ich bei 850. Man denkt sich so, puh, ganz schöne Wälzer, die man da vor sich hat, aber man merkt es einfach nicht. Also es ist total irre, aber mir macht das echt großen, großen Spaß und vielleicht kennt ihr ja auch die Reihe, dann gerne mal eure Gedanken, spoilerfrei natürlich unten in die Infobox und auch wirklich, es gibt hier drin auch so einen Knick in der Geschichte, sage ich mal, dass man zu einem anderen Stilmittel wechselt, was zum Beispiel jetzt den Perspektivwechsel angeht, man hat hier noch eine zweite Perspektive und ich finde, das macht Christopher Paolini, macht das einfach toll und ich
Ach, bin einfach begeistert. Auch wenn neben den Lesen der Aragorn-Reihe gar nicht mehr viel Zeit für etwas anderes sozusagen blieb, habe ich doch ein bisschen in der Staffel 3 von Downton Abbey weitergesehen. Ich habe aber die dritte Staffel nicht beenden können in dieser Woche. Ich habe, glaube ich, nur 2 von 4 CDs angesehen und bin aber nach wie vor im Fieber. Ja, liebe diese Serie einfach. Hab diese Woche aber auch noch einen anderen Serientipp für euch, nämlich Tschernobyl, eine Serie, eine Miniserie mit 5 Teilen, einer Stunde, die auf Sky läuft. Und ich packe euch mal mein extra Video dazu unten in die Infobox, beziehungsweise ich versuche es auch mal irgendwo hier zu verlinken. Ich bin da immer nicht so technisch begabt und auch gerade mit dem neuen YouTube bin ich da immer ein bisschen unsicher. Aber möchte auch einfach 2, 3 Sätze oder auch ein paar mehr hier über Tschernobyl hinterlassen. Eine Serie, wo ich mich ein bisschen gesträubt habe, mir diese anzusehen, einfach weil sie natürlich einen echten geschichtlichen Hintergrund hatte, nämlich den Atomreaktorunfall, die Spaltung davon, die Explosion darin in Tschernobyl im Jahr 1986. Jetzt etwas Geschichtliches, wo ich auch nicht direkt live dabei war, auch wenn ich schon auf der Welt war, aber doch etwas, was eigentlich mich im Nachgang immer sehr beschäftigt hat. Überhaupt dieses ganze Atomding, egal ob Atombomben, die der Amerikaner geworfen hat, die Tests, die Amerika, Frankreich ganz aktuell ja irgendwann immer mal gemacht haben oder eben, ja, wenn im Grunde Atomkraftwerke kaputt gehen, wenn da etwas passiert, dabei ist für mich theoretisch egal, ob es etwas explodiert und menschliche Fehler geschehen oder man eine Tsunami-Welle hat und auch irgendwie menschliche Dinge wie in Fukushima dann irgendwie falsch laufen, es ist dabei total egal. Es ist einfach schlimm, dass es überhaupt passiert, dass man es so weit kommen lässt, dass Fehler passieren, dass wir alle Menschen sind. Das ist gerade bei Tschernobyl tatsächlich irgendwo nachvollziehbar, greifbar. Es ist etwas zum ersten Mal passiert, eben dass der Kern explodiert, was verschiedenste Dinge zur Folge hatte, beziehungsweise auch ihm vorausgegangen sind und dass dann eben auch einfach menschliches Versagen irgendwie dazu gehörte oder ja, dass man etwas beweisen wollte, was man eigentlich beweisen konnte und dass das einfach zum Kopfschütteln gefühlt war. Aber ja, eine Serie, die mich sehr packte, begeisterte, mich wirklich gefesselt hat. Ich habe das Video dazu gerade vorher gedreht und habe da gefühlt jetzt auch schon alle Emotionen rausgelassen. Aber etwas, was mich wirklich fassungslos zurückgelassen hat. Ich saß wirklich in jeder Folge angespannt davor, sprachlos, fassungslos, atemlos. Hab wirklich gedacht, das kann alles tatsächlich gar nicht so sein. Und das, obwohl ich eigentlich weiß, was passierte, wie es passierte, warum. Ich habe so einige Dokumentationen dazu gehört, dazu gesehen, auch dazu gelesen, auch Biografien gelesen, auch recht wissenschaftliche Dinge, wo ich nicht unbedingt in meinem damaligen Alter immer alles so verstanden habe. Aber ich fand es hochspannend, es trotzdem jetzt nochmal in einer, fiktionalen Geschichte zu sehen. Also eine Serie, die es eben nicht auf Dokumentationsbasis macht, sondern wirklich eben mit Menschen, die auch irgendwie dahinter stehen. Und das fand ich einfach irre umgesetzt. Schauspielerische Größen dabei, Jared Harris, Stellan Skarsgård, großartig gemacht. Man kennt den ein oder anderen Schauspieler aus Game of Thrones, ist da immer total belustigt, wenn man da im Grunde irgendwem sieht. Ich fand's Hammer. Also es ist wirklich eine großartige Serie. Was mir ein bisschen fehlte, waren Emotionen. Ich habe tatsächlich nicht geweint. Ich war schockiert, aufgeregt, sauer. Aber so dieses, ich hätte gerne um Menschen tatsächlich geweint. Und das hat die Serie nicht bei mir ausgelöst. Ich glaube, dass es ganz gut war. Ich glaube, man hätte sich in den Strudel der Gefühle auch durchaus verlieren können. Ich glaube, man hat den Abstand ganz bewusst gewählt. Man hat es ganz bewusst ein bisschen kühler ist eigentlich das falsche Wort, aber mit Abstand erzählt, weil ich glaube, sonst fällt man in ein Loch, aus das man vielleicht auch nicht mehr rausgekommen wäre, einfach weil das alles schon dramatisch genug war. Man sieht heute noch Tschernobyl mit dem Sarkophag. Man kann das auch wunderbar auf Google Earth sehen. Gibt genügend Bilder auch heutzutage davon, um zu sehen, wie man jetzt, glaube ich, vor 10 Jahren, war es 2007, 2008, wo man wieder einen neuen Mantel drüber gesetzt hat, dass da immer noch Strahlung ist, dass da ein Gebiet immer noch verseucht ist. Es wohnen zwar Menschen irgendwie da, also gerade die sich natürlich um diesen Mantel kümmern, aber allein die Dramatik, die da, also was da mit Menschen passierte, was Strahlung bedeutet, ich bin einfach fassungslos, nicht nur über das, was einfach passierte, sondern wie es geschah. Und ich habe es auch im anderen Video gesagt, wie
wie wenig man heute davon eigentlich noch hört. Auch von Fukushima, wo man ja so gefühlt immer den Eindruck hatte, ja, bis nach Deutschland, das passiert uns hier nichts. Und ich glaube das einfach nicht. Aber ich möchte gar nicht zu Verschwörungstheorien irgendwie aufrufen. Ich glaube, die Realität ist einfach schlimm genug. Aber ich beschäftige mich durchaus gerne mit Verschwörungstheorien dazu und was es mit Krebsraten auf sich hat und mit überhaupt Blutkrankheiten. Und wenn man sich dann noch selbst mit einer Schilddrüsenkrankheit rumstreitet oder damit nicht irgendwie, und man denkt sich so, wie alt warst du damals? Könnte das Auswirkungen haben? Und dann gibt es natürlich, wie gesagt, diese verschwörungstheoretischen unterschiedlichen Darstellungen. Man denkt sich, vielleicht weiß man nicht. Ne? Ja, eine Serie, die ich wirklich empfehlen kann, nicht uneingeschränkt, weil ich glaube, dass es durchaus für manche einfach zu viel ist, zu viel der Wahrheit, zu viel, dass es einfach echt ist, zu viel der Anspannung. Ich glaube, dass die Serie auch nichts für mich war, wenn ich ehrlich bin. Weil, wie ihr seht, ich bin durchaus wirklich sehr aufgewühlt. Also das ist echt was, wo ich, muss ich jetzt erstmal so ein bisschen drüber hinwegkommen. Und da ist natürlich Downton Abbey ein bisschen was anders. Was ein bisschen kurz kam diese Woche, ist natürlich The Witcher. Ich bin da irgendwo bei 40 hängen geblieben, aber ich behalte das auf jeden Fall im Blick, gar keine Frage. Und werde da natürlich auf jeden Fall weiter gucken, aber das ging jetzt diese Woche gefühlt dann einfach nicht. Zudem ist eben auch noch Tschernobyl dazwischen gekommen, was total ungeplant war. Sonst wäre ich wahrscheinlich mit Aragorn, mit dem zweiten Band, auch wirklich bis Sonntag fertig geworden. Aber ich mache mir da ja keinen Druck. Wie es halt dauert, dauert's. Weswegen ich jetzt in dieser Woche, in der aktuellen, kein Aragorn weitergelesen habe, ist, dass ich in Berlin bin. Und also zur Zeit, wenn ihr gerade das Video seht, bin ich sozusagen noch in Berlin, beziehungsweise mache mich vielleicht gerade auf dem Heimweg am Samstag. Und ich dachte einfach, Mensch, in 3 Tagen einen Band wegsuchten, wo ich durchaus auch ein bisschen was anderes zu tun habe, das wird eben auch einfach schwierig. Und dann wollte ich mir eben auch einfach ein bisschen was Seichteres dazu holen, beziehungsweise dann eben auch vermutlich ein Hörbuch auf der Reise dann einfach hören. Aber das seht ihr dann eben auch einfach in der nächsten Bücherwoche. Und deswegen wird dann Aragorn erst für mich jetzt in der nächsten Woche gelesen und für euch dann seht ihr mehr dazu in 2 Wochen, weil ich will das jetzt einfach genießen und wegsuchten. Und wenn einem sowas so packt und begeistert, dann muss man das einfach genießen und mit Freude weiterlesen. So, jetzt habe ich, glaube ich, auch genug gequasselt. Kingsiana Hangout am Dienstag. Ich hoffe, ihr seid zahlreich dabei. Wir würden uns da auf jeden Fall freuen, euch im Chat mit dabei zu haben. Freue mich auch selbst wirklich drauf und finde schön, dass wir 4 mal wieder zueinander finden. Es ist ja jetzt auch so, dass Ende Juli zumindest sicher 2 Kingsianer in Münster sind, eventuell ja vielleicht auch Phil, wenn er es zeitlich irgendwie einrichten kann. Paddy hat leider schon andere Pläne, aber 2 Kingsianer könnt ihr in Münster sehen. Ich glaube, das ist dann der 27. Juli. Also wer in der Nähe von Münster wohnt, beziehungsweise das einfach mal besuchen möchte, der kann sich den Termin ja gerne auch einfach im Kalender anstreichen. Ich freue mich sehr auf die Zeit in Münster und auf die Leute, mit denen ich dann sozusagen in der WG wohne. Freue ich mich mega drauf und dann bedeutet es auch schon fast Urlaub. Ne? Also August habe ich dann Urlaub und da freue ich mich dann auch sehr drauf. Ja, das war es jetzt klar von mir. Der Notizzettel ist sozusagen abgearbeitet und ich bin sehr gespannt, was ihr diese Woche gelesen habt, ob ihr eins der Bücher, das ich euch jetzt vorgestellt habe, vielleicht auch schon kennt. Gerne eure Gedanken zu Cozy Krimi, zu Aragorn, zu Tschernobyl, zu Downton Abbey, immer alles her. Was vielleicht für euch jetzt auch ein lesetechnisches Highlight war, würde ich mich auch sehr freuen. Alle Infos findet ihr unten auch in der Infobox. Schaut da einfach mal vorbei. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.